Ja. Und darum geht's jetzt in Mission 8. Wir dürfen nach diesem metallischen Schiff suchen, das wir da gesehen haben. Noch schnell mal noch einen Schluck trinken. Bringen Sie das Schiff auf Patrouillengeschwindigkeit, Mr. Onyx. Wir fahren in den Kalianischen Graben zurück und halten Ausschau nach diesem eigenartigen Schiff von gestern. Aye, Sir. Ich lasse den Navigator gleich einen Kurs zurück an die Stelle berechnen. So, das dürfen wir auch gleich machen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht allzu viele Drachen unterwegs habe. Aye, lege Kurs an. Das wäre blöd. Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist wirklich, dass mir ein Segel zerfetzt wird. Oder vielleicht sogar beide. Und dann kann ich die Mission gleich neu starten. Vorsicht! Da sind Drachen! Ich hab's verschrien, oder? Feuer! Ausweichmanöver sogar schon gerechnet, als der sein Feuer gespielt hat. Da kommt noch einer. Feuer! So viel zum Thema nicht zu viele Drachen. Treffen auch noch so gut. Mein Gott, hört auf zu treffen. Ey, wenn mir mein Schiff jetzt abfackelt. Bitte lösch das Feuer noch, bevor das Segel kaputt geht. Uah. Da vor uns ist eine Art Lagerplatz zu sehen. Fertig machen zum Landgang, Mr. Onyx. Das Letzte, was ich in der Mission brauchen kann, ist, dass mir ein Segel kaputt geht. Meinetwegen Waffenlager, aber kein Segel. Brauche ich nachher noch. Mit nur einem Segel bin ich nicht mehr schnell genug. Bis auf den hinteren Bereich haben sie mir zum Glück nicht viel getroffen. Es ist ein Schwarzgräberlager, Sir. Sie haben anscheinend nach Schwarzstoff gesucht. Es ist zwar niemand hier, aber es sieht auch nicht verlassen aus. Sie können nicht weit sein. Wir durchsuchen die Inseln hier in der Nähe und halten gleichzeitig Ausschau nach dem Schiff. Kursänderung jetzt! Okay. Das hintere Segel brennt zumindest nicht mehr. Es kommt auch kein Rauch mehr aus dem Schiff raus. Ah, wen haben wir denn da? Unser Freund von gestern. Oder Freund von der letzten Mission. Ein unbekanntes Schiff nähert sich, Sir. Es sieht genauso aus wie das von gestern. Halten Sie drauf zu. Kanoniere bereit machen, aber erst feuern, wenn ich den Befehl gebe. Ich rufe das namenlose Schiff. Hier spricht Captain Hawkins von der Königlichen Marine. Sie befinden sich in königlichem Territorium. Ich fordere Sie auf, beizudrehen. Identifizieren Sie sich und nennen Sie Ihre Absichten. Sieht nicht so aus, als ob die vorhätten zu antworten, Sir. Namenloses Schiff, ich wiederhole. Captain, Sie richten Ihre Kanonen auf uns aus. Steuermann, bringen Sie uns hier weg. Uff.
Nicht die Segel, nicht die Segel! Feuer löschen! Gut, dass der Schiff hier schon eine Torpedoabwehr hat. Es muss eins dieser metallanischen Schiffe sein, die ständig unsere Grenzen verletzen. Aber wie kommt es hierher? Vielleicht versuchen sie, einen Brückenkopf einzurichten, wer weiß. Jedenfalls können wir jetzt in Erfahrung bringen, wie stark diese Monster wirklich sind. Ich weiß schon, wie stark die sind. Und zu stark für dieses Schiff, sage ich euch gleich mal. Ich habe da nicht viel Chancen. Ich kann es ja schon mal probieren, aber ich habe Angst, dass mir ein Segelgatz noch kaputt geht. Komm, schieß den Torpedo. Immerhin. Wo schießt denn ihr hin? Kanoniere, bitte. Da schieß ja ich besser. Das, was ihr da macht, das geht bestenfalls als Warnschüsse durch. Der prallt da schön ab hier. Ich will nicht, dass der mich rammt. Tödlich enden wird das zwar noch nicht, aber Gatling-Kanone macht da gar nichts mehr. Feuer löschen! Könnt ihr da noch daneben schießen? Feuer! Weg da, weg da, weg da! Ich bin nicht scharf drauf, dass der mich rammt. Ich kämpfe jetzt schon noch ein bisschen mit ihm. Kommt schon, Laserkanonen, ihr seid gleich in Schussweite. Nun, Sir, ich würde sagen, wir haben in Erfahrung gebracht, dass die Metallaner deutlich stärker sind als wir. In der Tat, Mr. Onyx, das weiß ich jetzt auch. Steuermann, höchste Notfallgeschwindigkeit, Kurs auf Regina. Wir werden zwar mit diesem Metallaner nicht fertig, aber die Geschütze des Marinepostens werden ja wohl ein Loch in das Ding schießen können. Ja. Das hoffe ich mal auch. Bitte möglichst ohne, dass mir da noch ein Segel drauf geht. Weil das ist der Grund, warum ich mir hier keins kaputt machen lassen wollte. Wenn mir hier eins kaputt geht, bin ich nämlich langsamer als der. Und dann kann er mich einholen und ich komme nicht mehr rechtzeitig von ihm weg. Mein Schiff hier hält zwar schon ein bisschen was aus. Aber leider Gottes noch nicht genug, um mit einem Metallaner fertig zu werden. Aber ein paar Löcher habe ich dem schon reingeschossen. Oh, jetzt habe ich ihm sogar noch ein Loch. Ich will außerhalb der Reichweite seiner Bordkanonen kommen. Die Torpedos machen mir nichts aus, aber die Bordkanonen müssten jetzt nicht mehr sein. Änderung jetzt. Wir sind fast in Regina. Der Rumpf wurde beschädigt, Sir. Segel wurden beschädigt, Sir. Feuer! Der Rumpf wurde beschädigt, Sir. Noch hält mein Schiff ein bisschen was aus.
Auch wenn der schwere Bordkanon hat wieder auf mich schießen. Bei Schiff in Sicht, das wird doch nicht... Ah, doch, das ist unser Schiff. Hör jetzt endlich auf zu schießen da hinten. Den Torpedos kannst du meinetwegen weiterschießen. Außerhalb der Reichweite meiner Gatling-Kanonen hoffe ich mal, dass die Bordkanonen von ihm auch nicht mehr rankommen. Mein Schiff sieht nämlich nicht mehr so gut aus, aber die Plasmakanonen vom Stützpunkt sind da. Der Metallaner verfolgt uns nicht weiter, Sir. Er hat anscheinend tatsächlich Respekt vor den schweren Geschützen von Regina. Schön, wenn man wenigstens manchmal richtig liegt. Notieren Sie seinen Kurs, Mr. Onyx. Wir legen gleich an. Ich glaube, sein Ziel ist der Darkshire Nebel, Sir. Jo, sieht ziemlich danach aus. Oh, da war ein Sternwerfer. Wenn wir ihm das nächste Mal begegnen, will ich ein paar Asse im Ärmel haben. Mr. Onyx, veranlassen Sie die nötigen Reparaturen. Ich muss dem Stützpunktkommandanten Bericht erstatten. Ja, so viel zu den Missionen 7 und 8. Mein Bericht versetzte den Marineposten Regina in Panik. Ein metallanisches Schiff, das so weit auf königliches Territorium vorgedrungen war, ließ den Kampf gegen die geheimnisvollen Angreifer in einem ganz anderen Licht erscheinen. Die Admiralität fürchtet, dass die Eindringlinge beabsichtigen könnten, die Unterzeichnung des Friedensvertrages zu sabotieren, die in wenigen Tagen im Parlament stattfinden sollte. Das Königreich kann sich aber ein Wiederaufflammen des Krieges gegen die Prokionen momentan nicht leisten. Die Admiralität hat meine kurzen Begegnungen mit den Metallanern als Kampferfahrung mit dem Feind eingestuft. Deshalb habe ich das Kommando über eine Fregatte erhalten, mit der ich den metallanischen Vorposten in dieser Gegend ausfindig machen soll. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen nicht enttäuschen werde. Wir brauchen schnell Antworten. So, Mission 9, eine meiner persönlichen Lieblingsmissionen. Ich mag generell die ungeraden Missionen recht gerne. 7 ist da allerdings eine Ausnahme. Da ist unser neues Schiff, Mr. Onyx. Ist es nicht wunderschön? Ei, Sir. Sie haben es sich verdient. Nicht ich, wir alle. Ja, wir haben mal ein etwas größeres Schiff bekommen, eine Fregatte. Und das lohnt sich jetzt wieder definitiv, mit dem Zeug auszustatten, was wir jetzt sonst auch immer drin haben. Erstmal die Geschützführer. Ich brauche einen guten Speer, anständigen Steuermann, wobei es hier diesmal eine Steuerfrau eher ist. Gute Ingenieure sind nie verkehrt. Takler braucht man immer. Die reparieren das Schiff gut. Kämpfer sind zwar jetzt nicht so wichtig, aber man sollte welche da haben, für den Fall, dass man geentert wird. Was bei Piraten immer gut sein kann, wenn man gegen sie kämpft. Die kriegen noch einen Captain und einen ersten Mat. So, zu den Waffen. Wir haben vorne eine mittlere Anlage mit 2 Geschützen. Da können wir jetzt Plasmakanonen reinhauen. Und, Moment. Ach, doch noch keine schweren Plasmakanonen. Schade. Aber ich kann schwere Kanonaden da reinbauen. Das ist ein dreifaches schweres Geschütz an der Seite. Vorne und hinten haben wir ein doppeltes mittleres. An der hinteren Seite, das ist ein bisschen komisch, weil hier eine Asymmetrie besteht. Hier haben wir ein mittleres Geschütz und hier ein doppeltes leichtes, also doppelt mittel, doppelt leicht. An den doppelten leichten würde ich eine Bordkanone ranmachen und hier... ich bin kein Freund von Gravitationsladern, muss ich dazu sagen. Mache ich da eine Laserkanone hin? Ja, mache ich eine Laserkanone hin. Oder... ah, eine mittlere Plasmakanone, was soll's. So, bei dem Schiff
kann ich jetzt auch mittlere Plasmakanonen installieren. Genauso wie hier. Bei unserem Torpedoboot, das passt so. Ja, ich weiß, ich übertreibe ein bisschen mit Plasmakanonen, aber es sind nun eben mal die stärksten Waffen, die wir haben. So. Steuermann, halten Sie einen Kurs entlang dem äußeren Rand des Asteroidengürtels, der den Darkshire-Nebel umgibt. Falls der Metallaner in dem Nebel steckt, können wir ihn sofort ausmachen, wenn er rauskommt. Und wir merken schon, da dieses hier ein sehr großes Schiff ist, ist die Wendefähigkeit schon lange nicht mehr so gut wie bei unseren anderen dreien. Ja, diese Formation passt eigentlich fast. Ich würde es nur gerne so haben dieses Mal. Unser altes Schiff. Ist ja auch ein schönes Modell. Kann man nichts sagen. Aber das neue hier ist wesentlich besser bewaffnet und vor allem mal so eine richtig heftige Breitseite. Ei, lege Kurs an. Wobei wir in zwei Missionen, ihr dürftet ja den Rhythmus hier langsam rausgefunden haben, dass man alle zwei Missionen in jeder ungeraden Mission ein neues Schiff kriegt. Mission 1, 3, 5, 7, 9 bis jetzt und in Mission 11 kriegen wir dann noch eins. Das nächste Schiff ist noch besser bewaffnet und wir kriegen zum Ausprobieren hier diesen Asteroidengürtel, der hier an uns mehr oder weniger vorbeikommt. Können wir unsere neuen Waffen mal ein bisschen ausprobieren. Wobei ich sagen muss, dass das jetzt noch die schwächere Seite ist, weil hier ist nur das leichte Geschütz da hinten und hier haben wir die mittleren. Mal schauen, wann irgendeiner von denen in Reichweite kommt. Kann da schon drauf schießen, wieso ich noch nicht? Feuer! Ja. Ich muss das sowieso ein bisschen beidrehen jetzt. Feuer! Können dann nicht mal unsere Beidseite schießen oder? Wir haben jedenfalls auch eine ziemlich starke Frontseite mittlerweile. Doppeltes Mittleres ist okay. Asteroid! Vorsicht! Das Tolle an Plasmakanonen ist, dass die wenigstens so schnell fliegen und dass die Gegner kaum noch Chance haben zum Ausweichen. Dasselbe mag ich auch an Bordkanonen. Ja, schon welche. Feuer! Starfall und Rattler heißen die beiden. Feuer! Wir empfangen Signale von zwei Metallanern, die den Nebel verlassen. Dasselbe Schiffstyp, wie wir ihn gestern hatten. Ja, nur sind wir heute besser bewaffnet. Alle Schiffe fertig zum Angriff. Wir müssen eins dieser Dinger da einkassieren. Asteroiden! Vorsicht! So, na dann schauen wir mal. Es fliegen Torpedos erstmal. Diesmal können wir aber ein paar Löcher in die Dinger reinschießen. Feuer!
jetzt bitte in dieser Formation, sofern ihr das jetzt mitten im Kampf bewerkstelligen könnt. Feuer! Kursänderung. Ei, ei. Oh, da prallt trotzdem noch einiges ab hier. Sie drehen ab, Captain. Sie fliehen und nehmen Kurs zurück in den Nebel. Steuermann, volle Angriffsgeschwindigkeit. Verfolgung aufnehmen. Sind Sie sicher, Captain? Wir verlieren nach und nach unsere Antriebsenergie, sobald wir in den Nebel hineinfahren. Das weiß ich, aber wir können nicht zulassen, dass Sie uns wieder entkommen. Mit etwas Glück erwischen wir einen der Metallaner, bevor sie zu tief drin sind.